Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Also, willkommen in der Gegend. Hier kommst du in der Bahn, gerade in Lexington. Dann siehst du das wie die rauchenden Schlote der Industrie. Okay, da staut sich's. Wo? Okay, das nein, das war der Ding so, oder? War das die Haltestelle oder war das der Fußgängerübergang? Okay. Da ist eine Haltestelle am Ende. Ah. Ja, Alter, geht's noch? Geschnitten, ey. Dann noch weg. Fahrerflucht, ey. Die Häuser sind so bunt zusammengewürfelt, ey. Das sieht so seltsam aus. Ja. Ich finde auch nach wie vor, dass die Häuser eigentlich, also fast alle Häuser nahezu überhaupt nicht in diese amerikanische Kulisse von Prärie und Western reinpassen. Ja, teilweise gar nicht. Manchmal passt es ganz gut, aber. Ja. Bei den Industrien geht's noch, aber bei den Wohnhäusern sage ich mir ganz oft. Pff, sieht aus wie, keine Ahnung, Berlin, Frankfurt, Europa irgendwie, aber. Also guck mal links, diese typischen Klotzdinger mit Balkonen, das ist auch so typisch europäisch, oder nicht? Wenn wir gleich ums Eck sind, dann siehst du sie. Russisch! Ich oder Russisch. Also gerade diese Grünen. Das sind irgendwie komplett entweder UdSSR oder. Ja. Ja, die sehen europäisch aus, ja. Ja. Auch bei den Bäumen bin ich so ein bisschen am Hadern, ob die wirklich in diese Klimazone hier reinpassen. Ja. Nee, teilweise nicht. Die rechts ja, gerade. Aber die Tanne nicht. Ist nicht so schlimm. Es ist wirklich an jeder Ecke. Hängt ein anders hoch aus, das komplett anders aussieht. Sind auch wieder neue Dinger da rechts. Die mit der weißen Umrandung kenne ich auch nicht. Mhm. Ja, das Schöne beim Spiel finde ich ja eigentlich, dass es das Stadtbild ändert sich von Epoche zu Epoche immer mit. Fließend. Und auch, ich finde es auch nicht so schlecht, dass es abwechslungsreich ist mit den Häusern. Ja. Und das schon ohne Mods. Also da muss ich sagen, tatsächlich, also ganz am Anfang habe ich gedacht, boah, Alter! Garantiert gleich in die nächste Bahn. Nehmen Sie. Alter, guck mal, wie kurz wir gehalten haben. Ich glaube, wir waren schon voll angekommen. Ich glaube auch. Alle Haltestellen davor. Oh Mann. Da ist ein bisschen was los. Nach mir kommt garantiert gleich in die nächste. Warten Sie ruhig nur ganz kurz ab. Okay, da steigen immerhin, glaube ich, welche aus. Okay, das ist mir eben gestartet, ja. Ja. Das ist ordentlich. Die eine fährt ihm nichts und die andere hat viel zu tun. Ja, was läuft da für eine Menschenmasse gerade auf dieser Straße? Flashmob. Okay, was geht denn ab mit Lexington? Was geht denn ab? Bevölkerung. Boah, okay. Nicht mal die größte, also ne, aber die sind sauknapp beieinander, Alter. Ja. Hat Winterfell weniger? Ich dachte, die wären schon mal über 2100 gewesen. Ne, die kommen jetzt alle nach Lexington. Oh, geil ist da. Oh Gott. Der totale Umbau. Ja. Na gut, eigentlich können wir es da jetzt bewenden lassen. Jo. Orlando hat man neu gebaut, ne? Ja, Irving hat schon mal überholt. Sonst noch nicht viel mehr. Grand Prix 441.
Wir haben angefangen, da hatte es, glaube ich, 169. Und Irving ist... ist halt Irving. Schon wieder schlüsselig. Sogar nach Orlando. Orlando hat Irving schon überholt. Ja. Obwohl es nur einen Schiffsanschluss hat. Modestus auf jeden Fall auf der 3. Das könnte doch die Umbauarbeiten gewesen sein. Ja. Weil Lexington war vorne, weiter vorne. Huntington glaube ich auch. Aber gut, vielleicht auch, weil Modesto die ganzen Dingens hat. Nahrung und so. Das auf jeden Fall, das macht natürlich attraktiver, weil das bietet ja auch Einkaufsmöglichkeiten. Mhm. Ja, wobei da auch dieselbe Reihenfolge ist. Ja, das wundert mich eigentlich, weil ich glaube, in Winterfell verkaufen wir gar nichts. Nee. In Winterfell haben wir nämlich nur Pazifik. Ja, nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Alter, diese Stadt. Aber so langsam baut sich das mit der Menge an Leuten auf der Tramroute ab. Also wir haben offensichtlich die richtige Anzahl an Fahrzeugen. Ich strömme alle zur Bahn. Ja, das ist das nächste Problem. Da fährt gerade eine Bahn rechts ab. Wie viel ist die schon voll? Müssen wir da vielleicht erweitern auch beim nächsten Mal, dass ich so grob in Erinnerung habe. Ja, die ist schon voll. 231, voll. Geilo. Geilo, ich freue mich. Im Jahr 1991. Wir sollten tatsächlich einmal mit allen Städten durch sein, damit wirklich alles auch beim Bahnhof ankommt, und dann machen wir das mit den Zugumbauten, weil dann wissen wir, wie wirklich dann. Weil wenn wir jetzt erst die Züge machen, dann wieder den ÖPNV, dann sind die Züge schon wieder unterdimensioniert, weil schon wieder mehr beim Bahnhof ankommen. Allein, da stehen schon wieder 231, der Zug ist gerade abgefahren. Das ist echt krass. Ja, es geht gut voran. Kann man nicht anders sagen. Ja. Alter. Schon fünfstellig und freiig. Da guckt mal, ein anderer Zug langsam angetutet. Und das sind schon gar nicht so kurze Züge. Das sind schon ziemlich lange Brummer, die wir da im Einsatz haben, finde ich. Das sind schon die neuen, oder? Das müssten... Gehen wir auf die Teils. Wie heißt das Ding? Ist es dieser EMD? Ja, das, ja, das sind die neuen, ja. Da brauchen wir mehr als 11 Anhänger dann offensichtlich. Krass. Ich weiß auch nicht, da kamen jetzt auch zwischenzeitlich schon wieder neue Fahrzeuge, vielleicht ist auch schon wieder Nachfolger von denen. Mm. Weiß ich nicht. Ja. Jetzt wird's gleich bling, 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 bling gehen. Jetzt werden wir gleich ordentlich Asche kriegen. Naja, hätte ich mir gerade besser vorgestellt. Boah, wie langsam die sich dir auch entleert. Ja. Aber das finde ich auch wiederum realistisch. Ja. Spiel. Ja. Weil es steigen nicht innerhalb von einer Sekunde 231 ein und aus. Leider nicht. Er kann gar nicht alle mitnehmen, ne? Nö, da waren ja schon mehr als 231, als bevor er eingefahren ist. Jetzt schon voll. Geil. So, kommt bald nächster Zug, fahren Sie noch mal ab. Nicht viel weg aus Lexington. Tschö. Weil zuständig ist, die Leute auf den Zug draufkraxeln. Ja. Wie damals das, was ich dir erzählt hatte. Mm. Dass ich bei der Bahn gearbeitet habe. Sind zuständig. Wahnsinn. Nee, nicht Wahnsinn. Wahnsinn. Oh. Oh. Jetzt fährt Jon Snow mit. Es geht wieder ab nach Winterfell. No. Und weiter an die Mauer. Ich finde, der hat das so überhaupt nicht verdient. Der hat die meisten Schlachten schlagen müssen. Ist gestorben, wurde wiederbelebt, hat die Schlacht der Bastarde besiegt. Musste gegen die Nachtkönigin mehrfach bestehen. Musste gegen die Wildlinge, für Wildlinge, mit Nachtwache, ohne Nachtwache. Hat gegen Stand immer zwischen den... Immer zwischen den...
Reihen und immer. Zwischen den Reihen und wird am Ende dann nochmal so, ja fick dich, geh wieder auf die Mauer, ey, du Arsch, ey, hier. Also hat man versucht, den besten Kompromiss für alle zu finden? Also eigentlich eh Königs-like. Und wer wird's? Bran, der einfach nur dumm da sitzt. Bran, der Sitzende. Wie wird das dann am Ende? Ja, passt es für dich, dass wir dich Bran den Krüppel nennen? Hat er mal schön in den Reih gehauen. So hat man doch Respekt vom König, oder? Ja, das ist Bran der Krüppel. Naja. Der hat ja auch überhaupt keine Empathie dann für die Leute. So, ja, keine Ahnung, kommt irgendwer her und sagt so, ja, meine Familie geht so schlecht und mein Vater ist gestorben, meine Mutter hat, ist abgehauen, so, ja, das musste alles so kommen, das passt schon so. Ja, das habe ich schon vor 3 Jahren vorhergesehen, das ist alles richtig, was da passiert. Ja. Und macht er nicht ins Hemd, das muss alles so sein. What? Naja. Ganz kurzer Blick, wie sieht denn der ÖPNV in Winterfell aus? Überlass. Oh, hier fahren auch verschiedene Arten von Züge, okay. Okay. Geht. ÖPNV geht gut. Wundere mich gerade. So still gerade. So. Ich dachte jetzt, irgendwas habe ich übersehen. Aber... Nö. Ey, das habe ich Ihnen so schön ausgebaut, dann nutzt keiner. What the fuck? Das ist jetzt dasselbe Phänomen wie bei mir. Ist der Anschluss vom Terminal nicht in der Stadt, nutzt den Flughafen keine Sau mehr. Da kannst du Linien hinführen. Ich habe U-Bahn-Linien, S-Bahn-Linien, Regionallinien. Ja, aber so weit ist es ja auch nicht entfernt. Ja, aber es ist zu weit dann schon. Dann nutzt das wieder keine Sau. Das ist exakt wie bei mir. Ja, bis zu einem gewissen Jahr haben sie es ja auch genutzt. Ja, aber da stand der Flughafen auf der anderen Seite vom ja, der, das kann Stadt. Das kann sein. Da war es ja direkt an der Stadt angeschlossen. Da war er da. Dann haben wir größer gemacht und... Größer ist nicht immer besser. Nee. Man muss auch mit der Größe umgehen, zu wissen. Überlege, ob ich ihn wieder kleiner mache und in die Stadt schieb. Ach nee, nicht schon wieder. Ich weiß nicht. Das ist eine Aufgabe für Zukunftsweise. Zukunftsanalyse. Okay. Die finale Version 3.3. So ab und zu kommt da wieder der andere, wenn alle von Dingens kommen. Ich wäre fast auf der Stadtgröße, hier irgendwann auf Trams umzusteigen, ganz ehrlich. Ja, das ist ändern. Auch was für Zukunftsan und Valo. Ja, kein Ding. Die rote fährt leer, die hellrote, die dunkelrote. Gefühlt auch. Naja, schauen wir uns das dann anders mal an. Irgendwann anders. Und Louisville, die... Alter, da krieg ich Kopfschmerzen, wenn ich da die Dinger da oben in Louisville sehe, ey. Obwohl, nee, das geht. Bei der ÖPNV kommt das eine, Bahnhof ist ein bisschen überlastet. Sieht aber, wenn man rauszoomt, erstmal total ekelhaft aus. Und da. Ja, könnte man ein bisschen mehr kommen. 2, 3. Wird auch mehr Haltestellen zum Fall, zum Beispiel rechts vom Bahnhof. Nee, oh Gott. Alles für Zukunftswahn und weil, guck mal, das sind doch gar nicht wir, das sind doch ganz andere Menschen dann. Wir schieben das von uns, outsourcen wir das an Zukunft an und Zukunft. Sollen die das doch machen? Das ist wie Team. Toll, ein anderer macht's. Teamwork. Oh, der Hafen von Orlando ist überlastet, okay. Dann waren es doch zu weh. Ja, na gut, ja. Okay, doch nicht. Passt. Ganz kurz. Ah, okay, ja, geht auch voran. Und Orlando hat sogar so jetzt andere Flussufer jetzt überschritten. Mehrfach sogar. Ja, stimmt, vorher waren es so. Das ein Haus, ja. Und rechts auch noch. Wow. Das andere Flussufer. Ach so, hier.
Stimmt, ja. Wow. Nicht schlecht. Von den Luxusgegenden da am Wasser. Ja, da würde ich auch gerne mitleben. Ja, ne? Nicht da, wo die Dieseldinger sind vom Schiff, aber so am Wasser, also ist, muss geil sein. Boah, hier irgendwo? Ja. Geht schon klar. Tüt, tüt. Airbus. Geil. Der erste A380. 320. Kommt die nächste Bahn, guck mal, wir können alles durchtauschen wieder. Ne, oh geil. Wie sahen die aus, die Hippie-Linie? Fresno. Boah. Ah, okay. Da könnten vielleicht einfach nur ein, zwei Fahrzeuge mehr helfen, wobei rechts der Stadtteil ist ziemlich leer, finde ich gerade. Ach, da fahren die LKWs durch, okay, deswegen haben wir da nichts gemacht. Die Flugzeuge fahren alle leer. Geil. Läuft. Ja, wahrscheinlich hat die Bahn denen das alles weggenommen. Die böse Bahn. Die böse, böse Bahn. Na, da, oh, da kann man auch ein bisschen mehr verbrauchen, vertragen. Ja, gerade die dunkelrote braucht, glaube ich. Na, geben wir dir nochmal drei Fahrzeuge mehr. Letzte Tat des Tages. Oh, mhm. Oh, warte mal. Die da neuen Busse. Wenn du es, glaube ich, einmal durchtauschst, vielleicht langst dann ja schon. Ja. Schneller und mehr Kapazität, vielleicht langt das dann. Ja, das mache ich dann. Mache ich dann mal. Bei Gelegenheit. Hollywood geht? Sieht wie ausgestorben aus. Ach, der Hafen, guck dir mal den Hafen an. Steht denn da rum? 80 Leute. Krass. Ja, die kommen gleich weg. Wie viel nimmt so ein Schiff mit? Fast. Wird langsam eng, du. Aber sie verwenden die Dingens. Aber halt auch nur die Mod-Teile, glaube ich. Wenn jetzt so ein 25 km/h-Ding hertuckern wird, würde sich die dann ablachen. Was soll man denn mit dem Scheiß? Ey, ich wundere echt, dass also das Hauptspiel mit Schiffe angeht, so wenig Auswahl. Also für Passagiere. Aber guck mal, kannst du dich noch daran erinnern? Du hast 4 LKWs weggenommen für die Rinder, ja? Jetzt haben wir viel zu viel Rinder. Alter, nee, das ist eine andere Linie. Oder? Nee, das ist doch die. Ach, so. Jetzt ist es wieder meins. Jetzt erkenne ich es gleich wieder. Ich habe 4 weggenommen, what the fuck? Ja, jetzt haben wir kein Getreide mehr, aber dafür viel zu viel Rinder. Boah, die Produktion ist aber groß hochgegangen. Es war bei 800 mal. Geil. Immer noch so ein Stau. Ja, das wird doch nicht besser werden. Sollen wir wieder 4 dazu kaufen? Ja, beim nächsten Mal dann. Also, das würde ich mich daran erinnern beim nächsten Mal. Wahrscheinlich kommt da auch nichts mehr Neues bei Peter, also bei statt dem. Doch, 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 da kommt noch viel. Also zumindest bei mir mit den Mods. Ja, mit den Mods. Aktuell bin ich ja auf E-LKWs. Ich habe die ersten Teslas bei mir rumfahren jetzt. Vieh brauchen wir, oder? Ja. Ja. Also eigentlich brauchen wir Knete, aber wir können auch in den Vieh machen. Knete? Oh Mann. Die liefern jetzt Knete. Ja. Quasi Knete betete. Es wird Zeit, das ausmachen. Wir schauen jetzt noch dorthin, wo wir alles im Griff haben, wo alles noch schön idyllisch ist. Da passiert einfach gar nichts. Da stehen nicht viele Leute rum. Da ist noch alles wie damals. Wie damals. Außer dass sie mittlerweile das Gespann der Pferde aufgelöst hat. Ja, doch. Ach da, okay, jetzt ist ja. Aber das Seil wird dünner. Ist langsam durchgescheuert. Das ist doch ein schöner Ausklang. Hat schon was, also man könnte es mittlerweile fast als Touristenattraktion nehmen. Ja, 1992 mit der Postkutsche durchbewegen. Ne? Hast du eine Lieblingsstadt so von denen bisher?
Bei mir ist irgendwie vom Wohlfühlfaktor Irving. Echt? Das so reduziert ist. Weil es so eine kleine Stadt noch ist, oder? Ja. Und mit dem Pferdchen. Ja. Ich würde ausrasten, wenn ich dort wohnen würde, aber es ist schön. Wahrscheinlich, ne? Chef, ich komme gerade später. Einer der Gäule kault gerade. Heult sich gerade. Da ist wirklich nichts los. Die Straßen nicht überfüllt. Im Gegenteil, wir haben die Straßen sogar so fett ausgebaut. Vierspurig für ein Pferd. Und da ist einfach nichts. Dass nicht mal die Autos fahren. Da mag sich halt überhaupt keiner ansiedeln. Wie auch, du hängst doch ständig hinter den Pferdekutschen hinterher. Ach, Ivo. Da kannst du auch gleich mit der Pferdekutsche fahren. Das sind ja tausend andere ausgebaute Straßen. Das sind echt alles vierspurige, die daneben ja auch gerade. Ach, das ist schön hier. Hier möchten wir doch Urlaub machen. Diese Landluft. Die Autos. Zwei Plätze belegt, Entschuldigung. Die Autos sind da auch noch mal eine Spur älter, oder? Ja, wie auch. Täuscht das nur. So, das kann's ja nicht sein, oder? Ja. Jetzt, der Pickup ist schon ein bisschen moderner. Ja. Da hinten, da kommt echt was Altes ums Eck. Da weiß man auch nicht, ist die Pferdekutsche jetzt schneller oder der Wagen? Also meine Lieblingsstadt ist, glaube ich, derzeit so... so durchgehe vom Designerischen her. Nö. 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 Boah, Alter, ist ja auch schon groß gewachsen. Ja. Alter. Allein wie gefühlt in allen Städten, wo wir vor 15, 20 Folgen mal waren, sämtliche Bus- und Bahnlinien nicht mal mit der Stadtgebiet, also auch abdecken gefühlt. Also da ist unten so viel Straßen. Was sind das? 1000 Straßen da unten? Das hast doch du gebaut, oder? So baut doch nicht die Stadt. Ja, also das habe ich gebaut, aber. Okay, gut, danke. Da lässt sich keiner hin? Okay. Nee. Also jetzt noch nicht, aber später vielleicht. Ja, aber direkt immer am Bahnhof? Ja, der Bahnhof ist oben am Kopfende. Die Gleise zählen nicht als Bahnhof. Das hat sich jedenfalls nicht so gelohnt, da hier unten so kreativ zu sein. Er ist wahrscheinlich auch nicht deine Lieblingsstadt? Nee. Derzeit nicht. Nee, die ist mir zu langweilig. Also es könnte fast Orlando sein wegen dem Wassergebiet und dass es so sich schön über die Flussteiche schon komplett ausgedehnt hat. Also da möchte ich echt nicht wohnen. Bei dem Flugverkehr, Entschuldigung, Fresno, du kackst wegen Fluglärm ab. Ja, na, ich meine jetzt hübsch gebaut. Ja, das schon, das geht. Da gefällt mir die Bahnhofstraße, die hinterm Bahnhof ist, dieses gerade gezogene. Ich finde das ja geil, dass wir den Bahnhof nie wieder verwenden können. Ja, göttlich. Auch so, wir bauen hier einen fetten Bahnhof hin. Zukunftssicher. Mit 8 Gleisbetten und schließen eine Linie an. Ja, Orlando stimmt so, vom Wohlfühlfaktor gefällt es mir auch am besten. Gott, die Straße da. Ja, ne. Also relativ früh hat mir eigentlich mal gefallen Winterfell mit diesen auch über dem Bahnhof hinaus Ding. Allerdings ist mir da das Stadtzentrum mittlerweile zu chaotisch, das gefällt mir da also überhaupt nicht mehr. Der Berg existiert eigentlich auch nicht mehr. Der Berg existiert echt wirklich kaum noch, den haben sie echt gut abgetragen. Und was mich ein bisschen aufregt, ist dieses Brückentunnelverhältnis da. Mhm. Das ist mir, ja. Zu krass für der Steigung.
ja. Es sieht halt unnötig aus. Wozu habe ich euch hier was gebaut? Ah, ne. Ja, ist auf die Zeit. Modesto war irgendwann mal ganz cool. Da haben wir uns viel überlegt mit den zwei Linien. Ja, mit den zwei Linien. Und die Tunnel gefallen mir eigentlich von allen Tunneln, die wir gebaut haben, noch mit am besten. Mhm. Die geschwungenen. Ja. Das ist die Stadt, die wir vor Lexington gemacht haben. Die braucht jetzt schon wieder mehr Fahrzeuge. Komm, lass uns mal ausmachen. Genug. Genug ist genug. Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hubel, hubel, muss, muss. Das war jetzt echt eine schnelle Abmoderation. Ja, euch dann auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.